Salamandra-Brosche. Brosche verziert mit einem Feuersalamander. Dem Symbol des Geheimbundes, der hinter dem Angriff auf Kaer-Morhen steckt. Schwarzpulver. Ah, mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Chimärisches Stahlschwert. Kann ich die Werte nicht sehen? Wie kann ich denn die Werte sehen? Ich möchte gerne sehen, ob das besser ist als mein Schwert. Salamandra, ich muss mit dem Geistlichen reden. Ja, das können wir machen. Der Ghoul, ja, war ja wohl ein Satz mit X. Das war wohl nix. Vielleicht muss ich noch mal in die Gruft rein. Vielleicht mit den Ghoulen dann noch mal das Blut irgendwie abzapfen. In die Raststätte wollte ich aber. In die Raststätte, genau. In die Raststätte einmal. Vielen Dank, dass du da warst, Miss Elvi. Man sieht sich. Und 47 sei mit dir. Also die Musik gefällt mir schon mal. Ich hoffe, diese auch dort anzutreffen. Weil ihr Haus war auf jeden Fall nicht an der Raststätte. Es war, glaube ich, in der neben dem Dorf, in der beim Geistlichen im Dorf da. So, gleich noch mal mit dem Schmied reden. Ja? Lasst uns über Waffen sprechen. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir drei verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwert haben. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. Kein Interesse. Ja? Warum verfolgen die Leute hier Anderlinge? Warum passen Schäfte in Scheiden? Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Menschen konnten Zwerge und Elfen nie ausstehen. Was weiß ich, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstehe. Tja, dann denkt halt mal eine Weile drüber nach. Oder geht zu Brock, dieser Made. Mit Fremden rede ich nicht darüber. Klar. Ja? Ein Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoritenerz schmieden. Linksklickt auf Schmieden im Dialog, dann wählt ihr den Schwerttyp. Ihr braucht mindestens drei Meteoritenteile, um ein neues Schwert zu bestellen. Außerdem können Schmiede Runen in euer Silberschwert brennen. Ihr braucht mindestens drei Runen, damit sie in die Klinge gebrannt werden können. Das sieht auf jeden Fall so danach aus, als
Ja, geht nicht, oder? Doppelklick, um zu verkaufen. Kann man den jetzt nicht verbessern? Axt. Brauche ich den Steinhammer? Brauche ich sowas alles? Schaden 4 bis 8. Ich benutze sowieso nur das Schwert. Ich brauchte vielleicht mal ein Schwert gegen Ungeheuer. Silberschwertfach. Da brauche ich immer was. Ich kauf die jetzt, weil ich habe da benutze ich eh die und habe eh keinen Nutzen davon, deswegen. So benutze ich jetzt nur, ich benutze eher Stahlschwert immer nur, von daher. Ja, was soll ich machen, ne? Ich brauche Erz, sagt er, ne? Blaubeeren. Sie auf zu vergiften. Questgegenstand, aber für welche Quest? Und Erze habe ich noch gar nicht. Geralt? Ach, kick an! Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vesima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenrick sitzen mir im Nacken. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur oh, so das lange, stimmt. Bis es einem davonläuft. Auch Geralt? Das stimmt. Sultan, ihr habt mein Verschwinden erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Geralt. Ihr seid gestorben. Vor 5 Jahren wurde ich beim Massaker in Rivien Zeuge, wie ein Schurke euch eine Mistgabel in den Bauch rammte. Ich sah euch mit eigenen Augen verbluten. Dachte ich zumindest. Ich habe genug Leichen gesehen, da kenne ich mich aus. Naja, soweit ich mich erinnere, veränderte die Hexermutation euren Körper auf drastische Weise. Aber es ist dennoch unglaublich, dass ihr überlebt habt. Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Jeder Söldner hat gespielt. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Oh je. Würfelpoker. Verdient ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und linksklickt Würfeln. Tipp, manche Charaktere verlangen, dass ihr extra Runden spielt. Komm, wir machen direkt die Mitte. Zwar keine Würfeln drücken. Nicht mal das Spiel erklärt bekommen, und ich muss schon würfeln.
Ihr habt ein paar. Ach so, das ist also ganz normales Poker quasi. Nur mit Würfeln. Gegner hat ein paar, ihr habt ein paar. Aber ich habe das größere Paar. Mein neunten Würfeln würfeln wählen. Nein! Eieieiei. Was habe ich getan? Pot 54. Oh, drei Paar. Two Paar hat er. Er hat drei gleiche, Gegner hat zwei Paare. Ich weiß gar nicht, drei gleiche war besser als zwei Paar, ne? Ich möchte nicht erneut würfeln. Aber man kann nur erneut würfeln, ne? Ich kann die... Nur die beiden würfeln, oder? Verstehe. Er hat ja, gar nichts gebracht. Eine 3? Nein! Das ist doch nicht dein Ernst. Was hat der für ein Glück, ey? Ist das Bester? Was kann ich euch bringen? Oh, die sieht ja echt übel aus. Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Hört ihr nach der Arbeit auf, anständig zu sein? Wie könnt ihr es wagen? Was für ein Flegel. Nein! Fickt euch ins Knie, Perversling. Was? Was? Wenn ich so daran denke, wie wir ihr geholfen haben und alles mögliche. Und jetzt tut sie so, als wären wir, würden wir uns jetzt das erste Mal sehen, ne? Und direkt fickt euch ins Knie. Mag euch nicht. Fickt euch ins Knie, Perversling. Was zur Hölle? Das ist unglaublich, ey. Aus dem Date wurde fickt euch ins Knie, Perversling. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wo ist Alvin? Eine hiesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Ich hoffe, es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Haben wir schon Sie gesehen. Etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Wir sprechen uns noch. Polier euch die Fresse! Wir kämpfen nicht. Ihr Mogel. Wer will einer aufs Maul? Ich mogel? Wir kämpfen nicht. Ihr mogelt. Was zu... Wollt ihr... Ich trete euch in den Arsch. Wir werden sehen. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Juckt's in den Fingern. Schlagt mich, ihr Memme. Wer will einer aufs Maul? Episch. Ihr habt gewonnen, Wand. Jo, aber Fettfried. Sieg über Fettfried.
Wir kämpfen nicht. Ihr mogelt. Warum? Keine Herausforderer? Ja, ich. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Ja, hallo. Wer will einer aufs Maul? Ich. Keine Herausforderer? Was war das? Kümmerlicher Faustkämpfer. Fickt euch ins Knie. Und was kann ich für euch tun? Verkaufen. Ich habe zu viele Sachen, deswegen möchte ich was verkaufen. Möchte ich Platz im Inventar haben. Naja, könnte besser sein, aber... Was kann ich für euch tun? Ich möchte etwas aufbewahren. Die ganzen Bücher. Buch der Schwalbe. Salamanderbrosche, ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Siegelring habe ich ja einen. Immer noch Bernsteinring, ja, da habe ich einen anderen gar, ne? Goldener Diamantring, oh ho ho ho. Weißt du was, den Bernsteinring nehme ich nochmal mit. Die Feuersteine und so, die müsste ich eigentlich verkaufen irgendwie. Weiß nur noch nicht wo. Oder man kann damit irgendwas craften, aber das weiß ich nicht. Mein Wissen einzusetzen. Gegen wen denn? Wer darf mit. Gegen wen darf ich denn würfeln? Hört einfach zu. Vor dem Krieg mit Nilfgaard war alles besser. Nilfgaard? Ich vergeude meine Zeit. Geralt? Geralt? Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Wie steige ich in das Spiel ein? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Fragt einfach ein bisschen rum, aber bedenkt, Profis vergeuden ihre Zeit nicht mit Anfängern. Okay. Mit wem kann ich anfangen? Hier in der Gegend? Odo, der ist irgendwie reich geworden. Und ich weiß, dass Haren und Mikul spielen. Und ich natürlich. Außer mir sind das alles kleine Fische. Und wirklich rund geht es in Vizima. Keine Sorge. Ich lasse euch einen Vorteil. Wann gelte ich nicht mehr als Anfänger? Wenn ihr ein paar Mal gewinnt, spricht sich das rum. 3, 4 Spiele, dann habt ihr den Dreh raus.